Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play Skyrim die Unendliche und wir sind hier bei dem Quest in höchster Not. Ja, die Schankmeite beflaggten Meere in Weißlauf ist offenbar in Wahrheit eine Adelige aus Hammerfell. Sie behauptet, sich auf der Flucht vor gedungenen Mördern rivalisierender Häuser zu befinden und sucht jemanden, der diese auffällt, bevor sie sie finden. Das nächste Ziel ist Tötet Kematu und das ist der Anführer der Alkiria und wir schauen da gleich auf der Karte nach, wo das jetzt ist. Nämlich hier, wo ist denn das? Wir sind hier und müssen, wo ist denn das? Hier waren Rohringstadt, waren wir schon. Das ist wieder irgendwo in der Pampa. Und da ziehen Nebelschwaden, Leute. Seht ihr das? Ja, echt cool. Ich glaube, vom Staubmannsgrab können wir am ehesten dort hinstarten. Ja? Wir werden da gleich einmal hinbeamen. Und schon sind wir unterwegs. Schauen wir mal, was die zu sagen haben. Eventuell können wir mit ihnen auch noch verhandeln oder reden oder sie freikaufen. Ich weiß ja auch nicht. Ja, immer dieses Morden, ja, muss ja nicht sein. Mal sehen, was da jetzt auf uns zukommt. Ach, das können wir auch drehen. Kommt ja cool. Ja, die Rotwardonin, die kommt ja recht cool rüber. Ist ja auch eine Fesche, finde ich. Wer auch? Unser Pferd ist auch mit dabei. Cool. Wo ist denn der Marker? Laufen wir mal mitten in der Nacht? Ne, wir laufen nicht mitten in der Nacht. Ne, das tun wir nicht. Wir laufen am Tag und dann warten wir gleich 10 Stunden. Dann ist wieder Sonnenaufgang und es passt auch, ja. So, Marker geradeaus und mitten durch das Gestrüpp, jawohl. Ich glaube, den Weg kennen wir ja schon, sind wir ja schon gelaufen. Und immer wieder fasziniert von dieser tollen Umgebung, ja. Ja, und ja, man sollte ja doch hin und wieder einen Baumstamm ausweichen, ja. Da waren wir doch schon mal, oder? Hinten unsere Jungs schon wieder. Irgendwo im Nirgendwo ist ja mal klar. Wir laufen dennoch weiter. Ups, was ist denn jetzt los? Ich rieche Schwäche. Ein Aha. Wer ist denn da schon wieder? Wir nehmen da wieder die altbewährte Rüstung in die Hand. Ja, das war wirklich genug. Ja, gerade mal zum Abschluss richtig gekommen. Für einen coolen Move. Obwohl, ja, töten und cooler Move, das passt ja nicht zusammen eigentlich. Aber in dem Spiel, ja, die haben uns ja angegriffen und haben es wahrscheinlich auch nicht anders verdient. Wo ist denn die Nummer 2? Die Dame hatten wir. Oh, die hat Geld. Cool. Das ist was wert und das lassen wir sein. Okay. Und ja, Sir, fauler Sack Nummer 2 ist da. Und alle sind beisammen. Passt ja, oder? Gut, dann laufen wir mal weiter. Da oben.
Den Weg sind wir schon mal gelaufen. Mit Sicherheit. Auf den Weg nach Roaringstadt, ja? Und ich schätze mal, wir sind gleich einmal da, ja? Ja, wenn ihr euch jetzt fragt, warum der sich permanent da umdreht, ja, ich versuche da immer ein paar Anhaltspunkte zu finden in der Gegend, dass ich mich im Nachhinein auch wieder orientieren kann. Ein Riese mit seinem Elefanten. Cool. Da ist es, glaube ich, und da sind wir auch schon. Richtig. So, wir reden einmal mit dir, junger Freund. Ihr hättet ihn hergeschwächt. Aha. Das konnte nicht. Das war wieder mal was Kurzes, ja. Der hat ja einen im Tee, ja. Schauen wir mal nach außen noch, ob es da noch was gibt. Beltstiefel. Der lässt das im Freien stehen. Ist ja auch nicht schlecht. Dann gehen wir mal rein, schnell. Hm? Das Schwindlernest, Leute. Mal sehen, ob die Alkir wirklich so sind, wie sie behauptet hat. So böse. Aber kann schon sein. Ich dachte, ich hätte etwas gehört. Das war gar nichts. Ihr habt gewonnen. Ah, da ist unser fauler Sack dabei. Anders enden. Der hat einen Pfeil im Arsch, ich glaub's ja nicht. Sir Fowler sagt, was ist denn los? Komm. Wir haben da die starke Heilung und komm her. Ja, passt schon. Was war das jetzt? Ein Banditenmarodeur? Jawohl. Ja, irgendwer quatscht da im Hintergrund, ja. Durchsuchen, ja, Leute? Okay, durchsuchen. Die haben ja immer das gleiche. Wein und Met und Pipapo. Kartoffel. Hört ihr, wie die da im Hintergrund irgendwas besprechen? Wo geht's denn da weiter? Ah, da unten. Kann man wieder rauf? Ja klar. Eine Truhe, die schauen wir uns natürlich an. Dietrich, Eisenbahn, Gold und Zaubertrank. Passt. Dann schauen wir mal weiter, was da los ist, so. Zwergenpfeile, Jagdbogen und, ja. Wenn er mir nochmal so kommt, der eins auf die Mütze bekommt, hol ihn mir im Schlummer und verhaft euch. Ihr werdet euren Bauch aufreißen, ja, ja. Wie die Handtasche einer alten Frau. Hier! Was? Das war ein Rauchbolte und da ist ja noch ein. Und mitten in den Kopf, wo ist denn der dritte? Da gibt's vier Stück, ja. Ich rieche Schwäche. Ich rieche Schwäche. Macht euch bereit zu sterben. Okay, wir machen uns bereit zum Sterben. Das kann ja mal heiter werden.
nehmen wir das Schild mal in die Hand. Oh, seht ihr Leute? Und genau deswegen mag ich keine Blitzzauber, ja. Ja, starke Heilung und... Zwei Stück noch? Ein Stück noch, jawohl, da können wir, der glaube ich, ihr hat nur einen Feuerzauber in der Hand. Das schaffen wir mit dem Schild auch noch, ja. Oh nein, was ist denn da jetzt überhaupt? Und wo ist denn der? Ah, da oben ist er. Den nehmen wir anders einmal in... ja, was nehmen wir denn hier? Feuerblitz, ja. Geh weg davon. Schau, geh mir aus dem Weg. Der verschwindet auch. Ich glaub's ja nicht. Was ist los? Du Kasperl. Seid ihr bereit für den Tod? Ja klar, geh da rein, komm. Na, lass mich doch da durch. So, jetzt ist er da oben auch noch. Komm her. Das geht sich nicht aus. So. So. Wo ist denn der jetzt hin? Ah, der ist glaube ich schon Geschichte jetzt. Ja, der ist Geschichte. Habt ihr das gesehen? Was war denn das jetzt? Wie geht's denn da jetzt weiter? Darauf? Nun gut. Da geht's rein, ja, oder? Ich probiere es einmal. Aktive Illusion war das, ja, und Hellsehen kam her. Wie kommt denn wieder rauf? Bin ich blöd? Wir sind da rein und müssen wahrscheinlich da weiter, oder? Schauen wir mal, ob der Winkel stimmt. Ja, genau, das muss er sein. So, da schleichen wir dann. Hört sich eigentlich eher langweilig an. Nach drei gelehrten Iren beginnt der Ort zu stieren und sagt dem Elf: Gebe hoch! Ja, niemand konnte es sagen, es war nicht zu erraten, dass einer musste sterben. Da seid ihr ja, Schreckling! Kommt in euch! Was wisst ihr? Cool. Komm her. Errichten! Ich kann euch nicht besiegen. Genug!
Ja, okay, gut. Die sind mir permanent im Weg, Leute. Ich kann mir nicht, ich kann mir da nicht helfen. Verflixt und so gerne. Lass mich doch da vorbei. Mit Anlauf geht auch nichts. Wir werden euch einfach woanders beschwören. Da. Da. Siehst du. Und da springe ich mal kurz über. Sir Fauler Sack. Bitte, das kann ja nicht sein. Jetzt sind wir hier oben, ja? Ich durchsuche den ganzen Schmarrn nachher, ja? Die Fallen sind schon ausgelöst. Das geht ja unendlich weit rein. Was ist denn da jetzt? Das Gold nehmen wir, den Seelenstein auch und den Dolch. Der mag geschenkt sein. Alekia, halt! Ihr habt eure Stärke bewiesen, Krieger. Lasst uns weiteres Blutvergießen vermeiden. Ich glaube, ihr und ich haben einiges zu bereden. Macht keine Dummheiten, Krieger. Der Grund für euer Hiersein ist kein Geheimnis. Und ihr habt euer Können im Kampf bereits unter Beweis gestellt. Lasst uns einen Augenblick reden und niemand sonst muss sterben. Ich glaube, wir können alle von der gegenwärtigen Situation profitieren. Meine Männer werden euch nicht angreifen, wenn ihr eure Waffen senkt. Ich wurde geschickt, um euch zu töten. Ja. Natürlich. Ihr wurdet geschickt von, wie nennt sie sich dieser Tage doch gleich? Shazra? Sadia? Eines von beiden, korrekt? Hat sie an euer Ehrgefühl appelliert? Eure Gier? Oder vielleicht ein eher niederes Bedürfnis? Es spielt keine Rolle. Sie hat euch ganz sicher überzeugt, dass sie das Opfer ist. Aber wisst ihr überhaupt, weshalb wir sie verfolgen? Hat es mir erzählt, ihr seid Assassinen? Wie bitte? Nein, nichts derart Grobes. Sadia, wie ihr sie kennt, wird von den Adelshäusern von Tarnet wegen Verrats gesucht. Wir wurden angeheuert, um sie in Hammerfell der Justiz zu überstellen. Ihr könnt uns dabei helfen und dafür sorgen, dass niemand mehr verletzt wird. Und was soll ich für euch tun? Was hat sie verbrochen? Ich bin angeheuert worden, um euch zu töten, und das werde ich jetzt tun. Was hat sie verbrochen? Sie hat die Stadt an den Altmeribund verkauft. Ohne ihren Verrat hätte Tarnet sich in diesem Krieg behaupten können. Die anderen Adelshäuser entdeckten ihren Verrat und sie musste fliehen. Sie wollen sie lebendig zurückhaben. Der Widerstand gegen den Bund ist in Hammerfell aktiv wie eh und je. Seine Anhänger dürsten nach Gerechtigkeit. Was soll ich für euch sie tun? Sie vertraut euch. Zumindest ein Stück weit. Schließlich hat sie euch auf uns angesetzt. Sie hat keinen Grund, etwas anderes von euch zu erwarten. Überzeugt sie davon, dass wir ihr dicht auf den Fersen sind. Dass sie fliehen muss. Bringt sie zu den Stellen außerhalb von Weißlauf. Wir werden auf euch warten und sie dann festnehmen. Ich will gern einen Teil der Belohnung mit euch teilen. Schließlich helft ihr uns im Namen der Gerechtigkeit. Oh Leute, jetzt muss ich aber wirklich eine Entscheidung treffen. Ich bin angeheuert worden, um euch pipapo. Ja, in Ordnung, ich mag's nicht. Gut, wir warten bei den Stellen auf euch. Gut. Ich freue mich schon darauf, endlich nach Hause zurückzukehren. Okay, ich kann die ja nachher noch immer, ja? Wenn ich will, bei den Stellen, denke ich mal. Jetzt schauen wir uns die Jungs einmal an. Was ist denn da los? Die haben die Schwerter gezogen. Ihr braucht etwas? Wir brauchen nichts mehr. Da. Guten Tag. Guten Tag. Ja? Ja, hallo. Kimato. Was braucht ihr? Noch einmal? Sie hat die Stadt an den Altmeribund verkauft. Okay, ja. Ohne ihren Verrat hätte sie diesen Krieg behaupten können. So, wir überlegen uns jetzt bis zur nächsten Folge. Da sind ja noch 6 Stück. Ja. Was wir da machen. Vielleicht können wir da jetzt auch noch schnell was mitnehmen. Da.
Ja, alles von Wert, ja. Da, ein paar Zaubertränke, Nordmed, Zaubertrank der Heilung und Korb. Fass ist eine Karotte drin. Okay, wir machen hier einen kurzen Rundumblick und verabschieden uns dann und beim nächsten Mal schauen wir, wie wir uns entschieden haben, Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und Tosita, Meiko und Wilkas, wo ist denn der Typ? Da drüben. Wünschen euch auch noch einen schönen Abend. Ciao.